So, und dann halten wir uns einfach da oben so in ungefähr an die Breite, Weite, wie auch immer, wie will man das nennen? Keine Ahnung. Ich komme jetzt nicht an diese Blöckchen dran. Scheiß doch drauf, ey. Soll irgendein Regenwurm damit Spaß haben? Leggy, denk dran, ne? Nicht in den Weg stellen. Natürlich, wir müssen das hier auch noch wegbauen. Weil wir sind ja halt stofflich, ne? Da können wir uns nicht einfach wie so ein Geist oder so eine Geisterkatze vorbeidrücken. Ja, wobei das manchmal ganz schön praktisch wäre, wenn man durch Wände gehen könnte. Da würde ich halt bei den Ladies in den Duschen öfter vorbeischauen. Ja, war jetzt alles klar. Also wärst du in deiner Kolonie nicht die Judikative, wärst du schon zig magnetiert und gefedert worden. Ja, das hast du richtig erkannt, denn ich mache natürlich die Gesetze, also wer die Gesetze macht, der geht natürlich nicht selbst in den Knast oder so. Ja, so ist es diesen Herren auf jeden Fall lieber. Naja, es müssen ja nicht unbedingt mal Herren sein, ne? Es gibt bestimmt auch Desperadinnen, die sowas machen. Meinst du? Auch wenn sich das sehr verführerisch anhört, also ich werde Single bleiben, ich gebe da nichts von meinem Zeug ab. Meine Kolonie ist mein Spielzeug. Bitte die Fackeln? Ich glaube, das ist auch die richtige Höhe, ne? So. Ach, aber ich muss ja den Hintergrund, ne? Den will ich ja auch noch anders bauen, natürlich. Es soll halt schon dieses Keller-Feeling haben. Ohne ist es halt nicht richtig, ne? So, wenn die Fackeln jetzt gleich nochmal ein bisschen runterfallen, genau. Für was habe ich die denn platziert? Ja, keine Ahnung, Dekoration. Für einen Moment war es helle. Hallo? Warum geht das nicht? Was ist kaputt? Ich hatte was Falsches ausgewählt. Na, ja, hatte ich. Okay. So, und jetzt halten hier natürlich wieder in den Hintergrund, nicht in den Vordergrund. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Falsche Sachen mache ich, ne? Und dann wundere ich mich später wieder, warum die Bauabnahme nicht klappt, ne? Da ist ja etwas, da ist ein kleiner Tropf noch übrig gewesen. Kann man das einen Tropf nennen? Ich baue es schon wieder in den Vordergrund. Was mache ich denn? Hat er noch erzählt, es läuft wieder alles besser, Ossel ist besser da, er erzählt mir und ist im Kopf voll drin im Spiel. Merkt man. Das merkt man sehr deutlich. Ich habe da oben auch ein Fleckchen vergessen für den harten Bodenstein. Der harte Bodenstein, der heißt so. Nicht Backstein oder Granit, nein, der harte Bodenstein. So, gut, fertig gebaut. Okay, jetzt nochmal die Fackeln platzieren. Und die neuen Container hin. Und guck mal, wir haben 18.000. Das ist doch schön. Das reicht für ein bisschen Kolonie bauen, ne? Hoffentlich auch für mehr als nur so ein, zwei Hütchen. So, ha, wunderbar. Ich habe die Fackel ein bisschen höher gesetzt als da. Oh, egal. Abwechslung ist auch okay, ne? und dann hatte ich, glaube ich, immer diese Tempelplattformen hier. Ja, komm. Haben wir im Moment nicht da. Muss auch das gehen, ne? So, passt doch. Okay. Kann das sein, dass ich das hier jetzt auch doch... Ich habe das ein Feld höher gemacht, als ich eigentlich wollte. Habe ich gesagt, Abwechslung darf sein? Ach komm, jetzt im Moment können wir es noch verbessern. Komm, das machen wir jetzt mal. Ich will jetzt nicht hier anfangen rumzuschlampen, ne? Rumzuschlampen, ich weiß, wie das klingt, ne? Da verhalten sich doch meistens die Jungfrauen auf der Anime-Convention, wenn sie ein Stückchen Haut sehen. So, dann mach nämlich das da unten nochmal weg. Das brauchen wir dann nämlich nicht. Ah, ja. Weißt du, als hätte ich nicht abgezählt. Aber dann macht das trotzdem falsch. Das ist ein Talent, oder? Ja, Talentenmakel hat mir es heute auch schon mal davon. Wie heißt das Talent, wenn es negativ ist? Ja. Guckt euch auf den Kanal an, dann wisst ihr Bescheid, ne? Ich meine, das kann man ja nicht das Untalent nennen. Das klingt irgendwie falsch, ne? Das Unvermögen? So, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? 7 ist zwischendrin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, muss nämlich... Es muss einfach nur eins höher, ne? Das war's. Und da klatschen wir einfach wieder unsere wunderschönen grauen Steine da rein. So. Komm, da unten auch wieder zumachen. Okay, das ist ja dann jetzt fast richtig, ne? Komm, dann kannst du die Plattform hier auch wieder mitnehmen. Laggy, kannst du deine Waffe mal woanders hinhalten? So. Und jetzt auf ein neues. Wir hatten es ja heute noch nicht, ne? Jetzt sitzen die Fackeln noch auf der richtigen Höhe, ne? Ja, ich glaube, das ist richtig. Hier sollte man noch eine hinklatschen, so.
Okay, ja gut, dann haben wir das jetzt endlich gepackt. War großer Erfolg. Wyatt muss noch was essen. Der Apex-Fritter macht wieder satt. Gut. Ach, guck mal. So ein kleines Hüpfel, die Düpfel. Die habe ich das letzte Mal schon so genannt, ne? Deswegen hatte ich den Begriff wohl noch im Kopf. Guten Tag. So, jetzt das, worauf wir schon alle gewartet haben. Endlich wieder bei der Kolonie. Kolonie weitermachen. Ich wollte eben wirklich Kolonie sagen. So, wie weit sind wir denn? 7 Minuten erst wieder in der neuen Aufnahme? Okay. Zählt das zu unserer Kolonie? Nee, da hängt keine Pacht drin. Haben wir noch Pachten? Haben wir nicht. Sollte ich vielleicht auch erstmal einkaufen. Clever, clever, Ossel. Du warst erst auf der Basis. Hättest du mitbringen können. Aber würde an alles denken, wäre er ja auch, keine Ahnung, Wissenschaftler-Pi und nicht Ossel-Pi. Aber auch wenn ich die Hütte nicht gebaut hätte, ne? Ich hätte da jetzt eigentlich eine Pacht reingehauen. Hallo Fröck, du hattest die, ne? Die ganzen unterschiedlichen, ja. Ich glaube, wir haben es uns einfach gemacht. Oh, Apfelkörbchen. Moment, ich kaufe mir da von allem mal eins und stell's dann mal hin und dann scannen wir das, ne? Weil da weiß ich echt nicht, ob wir das Zeug schon mal hatten. Also ein Teil bestimmt, aber wahrscheinlich nicht alles. Und ja, verbaut kriegen wir es eh, ne? Da liegen noch viele Wohnungen vor uns. Outdoor Bench, Outdoor Chair, Outdoor Fountain. Na, das kenne ich von den Avian, ne? Outdoor Stuhl, Small Kitchen Cabinet, ein großer Küchenschrank und so, okay. So, Deeds. Tiny Kolonie, die sind kleiner, okay. Und bringen trotzdem die gleichen Mieteinnahmen wie eine große? Ich meine, fände ich eigentlich auch cool, aber komm, die Großen, die reichen doch. Und wir nehmen die Apex. Die sieht wirklich einfach okay aus, ne? Komm, mach mal wieder 20 und dann sind wir pleite, ne? Oder was? Scheiße! Okay, wir müssen gleich wieder Geld verdienen gehen. Ja, okay, ich gucke aber trotzdem erst, ob wir ein bisschen was bauen können, ne? Es reicht uns zwar nicht, um viel zu möblieren, aber die Deeds hätten wir dann schon mal, das ist auch schon mal gut. Kolonie 1A. Man fragt sich immer, kommt er oder geht er? Wir könnten doch von dem Typen, der da lebt, das Haus einfach reinziehen, ne? So, okay, ja, ich erinnere mich, hier haben wir einen Koch. Oh, okay, wir brauchen auch die Miete, 2 Bandagen, okay. Guck mal, der verkauft Quiche Lorraine und so weiter. Das ist gar nicht mal so teuer. Also wenn wir später wirklich, wenn wir das Geld zum Scheißen haben, why not? Ach, guck mal, dann können wir hier ein Bänkchen hinstellen, ne? Hatten wir schon mal gescannt, okay. Komm, und dann, ne, damit das Ganze hier ein bisschen wohnlicher aussieht, dann können sie sich hier in den Brunnen setzen und so. Ja, aber so eine Lampe passt da, glaube ich, irgendwie nicht rein. Okay, die Lampe hatten wir schon mal. Das Brot! Stell mir hier das Brot doch zum Bäcker rein, ne? Also zum Kochmann. Zum Kochmann. Ein Koch kann man es einfach nennen, ne? So, dann nur mal gucken, ob ich das alles eingescannt habe. Nee, das hat man noch nicht, okay. Und diesen Lampenposten hat man auch noch nicht. Gut, schön. So, Kitchen Cabinet. Beim nächsten Koch, ne? Aber Kitchen Shelf. Komm, das können wir noch hier reinbauen. Außer er fände es schlecht, aber findet er nicht, ne? Findet er nicht schlecht. Oh, und die Deed hat man auch noch nicht gescannt. Cool, weil ich finde, das füllt diese leere Stelle da noch etwas. Not bad. Kitchen Cabinet, Kitchen Table. Ja, in der nächsten Wohnung, ne? Outdoor Bench kommt auch an den nächsten Brunnen oder so. Ach, da werden wir schon irgendwie was für finden. Ja, und das Häuschen, das... Genau, das ist der mit dieser Spike-Frisur, ne? Genau, steh mal auf. Du warst auch ein einfacher Händler, also hat nichts Besonderes im Angebot. Aber ich sehe da Miete. Hier, wir brauchen Geld. Return soon. Ja, ja. Wir kommen jetzt öfter. Ist ja unsere Glitch hier. 200 Pixel ist schon mal gut. Ach ja, hier die Pokertische und alles, ne? Ja, also das ist ungefähr so schön, wie Ossel bauen kann. Also schöner wie jetzt nicht. Cool, vielleicht... Komm dann, da hier soll ja auch so ein bisschen die Bar sein. Komm, da klatschen wir doch noch einfach hier so einen Schrank an die Wand, ne? Small Kitchen Cabinet sieht nochmal anders aus, aber ich weiß nicht. Will ich das hier oben haben? Ich glaube, das für mich optisch fügt sich das jetzt einfach nicht so gut ein. That's what she said. Ja, ich weiß. Kitchen Cabinet, Kitchen Stovetop. Das ist natürlich
Ich meine, es ist ein Saloon, aber, ne? Aber es würde ja irgendwie passen, dass man sich hier dann auch Tee oder sowas kochen kann, ne? Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Findet ihr, das steht da scheiße? Oder findet ihr, das steht da gut? Ich bin da mit mir selbst wieder ein bisschen im Unreinen. Dann so ein Kitchen Table. Ich meine, hier drüben. Ja, man könnte da ja schon noch eine Küche platzieren, genau. Da brauchen wir einfach noch, hier, Kitchen Stovetop hatten wir doch. Achso, das ist ja das hier, ne? Ja, was packen wir da jetzt noch hin? Hier so ein Kitchen-Kabinett und dann, keine Ahnung, noch ein paar Gläser, ein paar Schälchen hin und so, ne? Das könnte echt was machen. Und Kerzen, ja, wir bräuchten Kerzen. Guck, genau, hier, stell mir den Apfelkorb hin. Das ist auch schon mal geil. Genau, und aus Äpfeln kann man ja auch Apfelwein machen, ne? Und es gibt ja auch Bier mit Apfel und so, ja. Ist nicht jedermanns Sache, aber gibt es. Also früher gab es da dieses Choice, hieß das, glaube ich. Das Biermischgetränk mit Apfel. Und das konnte man aber wirklich trinken. Ich weiß, wie pervers sich das anhört. Und für Puristen ist das natürlich nichts. Sag mal, ihr habt eure Betten getauscht, eure Zimmer getauscht. Hat das einen bestimmten Grund? Du hast da so ein Anglerfischbömbel. Keine Ahnung. Was lockst du damit an? Was willst du damit andocken? Oh, und da oben, das Zimmer hat man noch nicht mal fertig. Wir brauchen Betten. Wir brauchen... Ja, keine Ahnung. Kitchen-Kabinett passt da vielleicht nicht, aber... Das Wall-Kabinett... Kann man ja auch auf den Boden stellen oder da hinten so ein bisschen... Ah, ich weiß nicht, ob es was aussieht, aber versuchen wir es mal, ne? Hier, bitte. Ja, dass wir da so ein Regal andeuten und da ist dann halt für die... Ja, für die... So die privaten Sachen, die man halt so braucht, ne? Kann man dann einlagern. Keine Ahnung, Handlungsreisende, die ihren Koffer ausräumen, weil sie ein bisschen länger hier bleiben oder so. Wir brauchen also noch ein Bett, noch ein bisschen Licht, noch ein paar 0815-Einrichtungsgegenstände. Weil so eine Kerze oder so eine ganz kleine Lampe hätte ich da oben schon gern noch drin. Gibt's so Kindernachtlichter in Starbound? So, wir haben den 3D-Drucker ja da drüben, ne? Haben wir, genau. So, erstmal gucken, Licht, was haben wir denn da? Ja, also, wie gesagt, Kerzen gehen halt immer, ne? In so einer ein bisschen Low-Tech-Welt. Was haben wir noch? Was könnte da noch passen? Frontier Lamp. Nee, das ist mir dann schon wieder ein bisschen zu modern. Das packe ich wahrscheinlich noch nicht mal auf die Straße. Iron Spotlight. Large Wine Lights. Wir sind nicht bei den Floranern, dass wir hier dieses leuchtende Gestrüpp nehmen. Lava Lampe. Nein. Ich meine, so eine Glühbirne, ne? Im Wilden Westen. Also, das war ja so eine Übergangszeit und so, ne? Und da kam ja dann die Elektrifizität und so, das alles, ne? Medieval Street Lamp. Sowas könnte passen. Komm, dann machen wir eine normale Medieval Lamp einfach zum Hinstellen, ne? Ja, diese Fackeln würden gehen. Kronleuchter. Ich meine, ja, in der Bude, also in dem Saloon jetzt nicht mehr. Aber generell nicht unbedingt schlecht. Eine Ornate Lantern. Könntest du auch irgendwo hinhängen, theoretisch. Oder so eine Papierlaterne, ja. Eine Öllampe, das ging natürlich auch, ne? Jetzt mache ich viel zu viele Lampen. Haben wir für nichts anderes mehr Geld, ne? So, Einrichtungen. Bett, habe ich gesagt, muss auf jeden Fall sein. Ich weiß nicht, die Avian-Betten, die passen einfach immer ziemlich gut so in das Bild, ne? Und dann gibt es doch auch die normalen Betten. Ich glaube, die heißen einfach nur Bett, oder nicht? Oder Medieval-Bett? Ne, die sehen ein bisschen anders aus. Ich meine, wir haben jetzt zwei Hilottel, oder drei Hilottel sogar. Einen Klitsch, also ein bisschen Abwechslung wäre nicht schlecht. Keine Ahnung, aber ja, so ein Floraner-Bett will ich nicht unbedingt. Am Ende sind da noch Donnen im Kissen. Oder obwohl Primitive-Bett, es geht, das kann man machen, ne? Das kann man machen. Ach komm, wir haben eh nicht mehr für viel Geld. Da müssen wir uns jetzt gerade ein bisschen einschränken. Was könnte man noch als Einrichtung da hinstellen in so ein Zimmer? Diese ganzen Ritterrüstungen und so weiter, das wäre irgendwie ein bisschen zu bombastisch. Wird für mich auch nicht ins Bild passen. Es kommt mir fast so vor, als würde uns noch so viel Einrichtung fehlen, wenn ich mir das so angucke. Guardians Nest, Force Cell, nee. Flowerbed, na, ich meine Blumen, die werten alles optisch ein bisschen auf. Aber nicht in so ein Zimmer, nee. Oder zumindest, ja, wenn man da eine Fensterbank hätte, aber sowas habe ich nicht eingebaut. Das war in meinem Kopf nicht vorgesehen. Keine Ahnung, ein Tisch und ein Stuhl, ein Classic Table, nehmen wir den noch?
Komm, und dann zwei blaue Stühle oder so. Ja, und dann geht uns schon das Geld aus. Ich meine, haben wir sonst noch irgendwelche Deko? Ich meine, das ist überwiegend Wanddeko, ne? Eine Biolampe. Die gibt sogar ein bisschen Licht von sich. Okay. Soll man da so ein Plüschbär reinsetzen? Ach komm, ich bin gerade freaky drauf. Ich bin richtig freaky drauf. Ich schmeiß sogar die Waffe weg. Nein. I have many goods available. Ja, melde dich wieder, wenn du Geld hast, ne? Und so. Sonst brauchen wir von dir nix. Come by. Ja, guck, da zum Beispiel könnte man doch noch so eine Lampe hinstellen, ne? Einfach nur, um da halt ein bisschen Licht zu machen, um das aufzuwerten optisch. So, genau, hier Kerze hin, da Kerze hin, da eine Kerze hin. Sieht auch schon mal ein bisschen freundlicher aus, ne? So, ja, dann da oben, das ist, wie habe ich gesagt, die Suite vom Inhaber oder die Premium Suite? Das soll wahrscheinlich die Premium Suite sein. Und da oben wollte ich ja noch so eine Art Glockenturm oder sowas machen, ne? Ah, mal gucken, ob ich das hinkrieg. So, jetzt erstmal das Bett. Natürlich so, dass man hier unter dem Fenster schlafen kann, ne? Dann habe ich gesagt, ich will den Tisch bitte gerne noch hier rein haben mit den zwei blauen Stühlen, genau. So, komm, und dann hocken wir das Bärchen. Na, da oben, das sieht dann aber ein bisschen zu gedrängt aus. Ich weiß nicht. Hier auf die Kiste. Ach komm. Es ist auch ein bisschen eng, aber das kann man machen, ne? So, habe ich noch irgendwas an Einrichtung? Ich würde gerne noch was auf den Tisch stellen. Komm, da stellen wir noch zwei Kerzen drauf. Oder eine Kerze. Am Ende kriegen wir dann wieder nur Klitsch, weil die Kerzen so toll finden, ne? Gut, dann muss die Diet noch hier rein, dann sind wir fertig, ne? Ja, schauen wir mal, wer da kommt. Was passt denn nicht? Ist da noch irgendwas offen? Oder fehlt Licht? Was fehlt denn? Oder ist die Einrichtung nicht spezifisch genug? So ein Zimmer braucht doch im Regelfall, es braucht ein Licht, es muss alles im Hintergrund zu sein. Also das sieht doch für mich zu aus hier. Die Wände, also das Ganze muss zu sein, ja, wir haben hier ja Wände. Es ist zwar nur Holz, aber das immerhin recht massiv. Habe ich da irgendwo einen Hintergrundblock übersehen, der das jetzt problematisch macht? Habe ich das Unrefined Wood genommen für den Hintergrund? Dann gucke ich jetzt einfach mal, ob es hier an der Außenwand was ist, ob das da es Probleme macht, weil nichts im Hintergrund ist. Kann jetzt natürlich sein, dass ich massig Holz verschwende, aber es ist nicht so schlimm, Holz kriegen wir ja immer wieder. Es ist ein dankbares Material. Also es braucht mehrere unterschiedliche Einrichtungsgegenstände, mindestens ein Licht. Wir haben zwei Kronleuchter und zwei Kerzen, das müsste doch dann eigentlich sitzen, ne? Nein, und wir haben ein Bett drin, also gucken wir mal da unten, ne? Da ist doch alles zu. Was übersehe ich? Die Zimmer sind viel kleiner, ne? Fehlt einfach nur der Platz nach oben von der Diet, oder wie? Hat die etwa auch Ansprüche? Die hat keine zu haben. Nee. Sind da nicht genug Einrichtungsgegenstände von der gleichen Art, oder was? Das verstehe ich jetzt gerade nicht, weil normalerweise kriegst du doch immer irgendeinen Mieter. Da gibt's so viel anspruchslose Vagabunden, ne? Also, was ist der Unterschied? Was ist falsch? Ist vielleicht hinterm Schrank? Ist da vielleicht noch ein Loch? Nee. Ich meine, da hat es eben kurz Blob gemacht, aber das wird es noch nicht gewesen sein, oder? Ich würde mich freuen, wenn. Nein, warum? Was ist falsch? Was brauchen wir? Wir haben Licht, wir haben Möbel. Da unten, da ist auch nicht viel mehr anderes drin, ne? Da muss ich vielleicht noch in irgendeinem bestimmten Stil was bauen, aber... Mir fällt da jetzt gerade nicht ein, was ich da noch für eine Einrichtung reinstellen sollte. Beziehungsweise, wir haben ja eh kein Geld mehr dafür. Also, vielleicht könnten wir uns noch ein Teetässchen leisten oder so. Also, ich hoffe doch nicht, dass ich da irgendwie Glas vergessen habe oder so. Es wäre ja schön, wenn das das einzige Problem wäre. Also, ich fahre hier nochmal drüber. Den Hintergrund haben wir dann jetzt auch ganz sicher zugebaut. Nee, aber da unten funktioniert es auch und da haben wir auch nicht den Hintergrund zubauen müssen. What's the problem? Ha, ja, war wohl irgendwie angrenzend doch ein Loch. Okay. Die sieht schon ziemlich fies aus mit den rot leuchtenden Augen. Könnte sich für Wyatt's Crew eignen. Also ich finde, es geht zwar wilder, aber hier dann auch so der grauschwarze Look, das würde passen. Was meint ihr? Ich meine, vielleicht ist es schon in der Crew, bis ihr diese Folge überhaupt seht, ne? Also... Keine Ahnung, wie ich aufnehme und so. Okay, und sie ist wieder eine Händlerin. Dann gucken wir doch schnell mal ins Repertoire.
Nichts Außergewöhnliches, würde ich sagen, aber okay, gut, wir sind ein Stückchen weiter. So, und dann würde ich sagen, wenn wir doch eh schon dabei sind, da brauchen wir jetzt kein Geld für, dann können wir hier das Türmchen noch weiter ausbauen. Okay, ich habe das falsche Hintergrundholz genommen. Jetzt lachen die mich bestimmt im Hornbach aus. Ich hätte Ornate Wood nehmen müssen, okay, aber hier im Hintergrund, da sieht man das ja eh nicht, das ist okay. Da können wir ein bisschen rumschlampen. So, wie viel habe ich da immer freigelassen? Drei, ja. Okay, drei Höheneinheiten, gut. Ich höre schon wieder den Rat der interstellaren Mathematiker aufstöhnen. Dann, machen wir hier genau den nächsten Abschnitt. Aber hat er einen Frosch im Hals, ne? Hier habe ich genau das normale Holz genommen, so. Immer schön aufgeschichtet. Weißt du was, wenn das da jetzt... Die Premium Suite, die gibt's halt nur einmal. Wenn das die ist, dann... Ich merke gerade, die Abstände passen doch nicht ganz. Da hat er wieder nicht aufgepasst, ne? Ach ja. Bei mir bedeutet Bruchrechnen halt auch, dass ich mir was abbreche. Du sollst das weglegen und das da abbauen. Das muss da wieder weg. So. Ja gut, so passt das. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, dann mache ich darauf der Seite, setze ich auch diese Optik so ein bisschen fort, ne? Das sieht doch dann besser aus, würde ich sagen. Ist das Unrefined Wood? Nein, außer es wäre anders eingefärbt, ne? Ich glaube, jetzt bräuchte ich ausnahmsweise das Buch Identifying Wood. Welches Wood ist das? Moment, gucken wir einfach mal. Treated Wood. Oh, davon haben wir nicht mehr viel da. Da müssen wir Neues machen, ne? Oh, und da muss ich an den Tisch für. Okay. Ach so, ja, und Treppe ist hier so ein Ding. Ja, aber es... Man kommt schon hoch. Das packen auch die NPCs, ne? Einfach nach oben springen und nicht abstürzen. Ich meine, oben in dem Turm weiß ich nicht, ob ich da eine Wohnung reinmachen würde. Vor allem, da ich ja diese Plattformen da platziere, da geht eine Wohnung wahrscheinlich auch gar nicht. Weil die dann nach unten ja nicht geschlossen ist. Weil der Boden, diese Plattformen, die sind ja durchlässig. Das zählt dann nicht als zu. Da ärgert es mich ja immer noch, dass ich dieses Brunnenteil, dass ich das nicht da unten so irgendwie drüber setzen kann, ne? Weil das irgendwie nicht in den Hintergrund passt oder so. Ich habe halt rumprobiert und es sah mir dann nicht so aus, wie ich es gern hätte. Also vielleicht kommt mir da noch eine bessere Idee. Schön wär's, ne? So, Treated Wood. Machen wir nicht hier, das machen wir hier am Tisch. Geht hier nicht? Was mache ich falsch? Da muss es doch sein, ne? Treated Wood. So viel brauchen wir nicht. Komm, mach... Ach, mach 100, da kriegen wir ja 10 Stück raus. Das ist okay. Ich glaube, 80 oder so reichen auch. Ich drück dann irgendwann auf Stopp, ne? Man muss ja nicht einen 1000er Stapel da gleich machen. Dann heult er wieder, weil das Inventar zu voll ist. Ich sehe gerade, Wyatt kriegt auch wieder ein bisschen Hunger. Ist der Salat diesmal sättigend? Ja, es reicht, ne? Er hat nicht mehr so viel Bauchkrimm. So, aber da unten muss immer noch mehr hin, also da weiß ich noch nicht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen für die Wände und so. Und hier hätte ich halt auch gern noch einen Esstisch oder sowas, weil die sollen ja nicht da drüben an diesen Tischen essen. Ich weiß nicht, soll ich das Ganze nach hier drüben noch ein bisschen verbreitern, bevor ich da drüben ein anderes Haus hinsetze? Vielleicht hier so ein Essbereich, genau in einem anderen Gebäude, das direkt halt hier dran angrenzt. Das wäre doch okay. Weil man isst ja nicht unbedingt da, wo man kocht, also... Das Essen kann ja aus der Küche raus und drüben ins Restaurant oder so. Ich glaube, das könnte man ausprobieren. Ja, wer besser bauen kann, schlägt vielleicht die Hände über dem Kopf zusammen. Keine Ahnung. So, genau, das ist das richtige Holz. So, und ja. Ich glaube, ich lasse den Turm noch eins höher gehen. Nee, da machen wir nämlich hier den Abschluss noch nicht. Da kommt noch ein kleines Zwischenstockwerk dann zwischen rein, damit der ganze Turm halt einfach ein bisschen höher sitzt. Ist das wieder die... Nein, das ist die falsche Höhe. Hat er wieder gut gemacht, ne? Ich muss an meinem Augenmaß arbeiten. Augenmaß, nicht Augensnickers. Wenn der solche diese Folge sieht, ja, der lacht sich... er muss doch immer lachen, wenn jemand macht. Solche dieses war für dich. Nur für dich. Und für Belly, die sich dann freut, wenn sie es hört im Hintergrund, ne? Das ist noch richtiges Fanmanagement. Moment, wir haben keinen Manager. Ich will das hier wieder wegmachen, genau. Denn wir wissen ja, da kommt eine und will dann nicht, dass Ornate Wood das treated wird. Ich mach's schon wieder falsch, merkt ihr's? Bin mit der Maus abgerutscht.
Der Opa, der hat's nicht mehr drauf, ne? Und dann will der Opa mit euch, jetzt, wo es vom Index runter ist, Blake Stone spielen und so. Ja, okay, Blake Stone ist nicht so schwer. Aber ich würde auch gerne irgendwann mal mit euch Wing Commander Prophecy oder so spielen. Ich weiß, ich sollte vielleicht auch erstmal die alten Wing Commander alle spielen, weil, ja, großes Versäumnis, habe ich mal angefangen, habe ich nie beendet, ne? Also natürlich nur rein für mich, ne? Also Let's Play oder Stream gab's dazu noch nie. So, 1, 2, 3, zwischendrin Platz, ne? 1, 2, 3, dann hierhin. Ist Laggy überhaupt da oder habe ich den aus Versehen heimgeschickt? Das kann natürlich passieren. So, ich brauche auch gleich neues Ornate Wood, alles klar. Reichst du noch für diese? Ja, ich meine, dann oben für den Hintergrund reicht es wahrscheinlich nicht mehr. Weil ich will da oben ja doch noch so ein klein bisschen was Zimmeriges hinmachen, ne? So das kleine Kämmerlein, in dem das Glöckchen rumbimmeln darf. Warte mal, da muss ich gerade auch noch mal gucken. Nämlich wegen der Plattformen. Schließt das gut ab. Ja doch, das passt in ungefähr so, wie ich das wollte. Okay. Es geht für mich genauso auf, ne? Ist doch gut. Okay, dann... Ja, das Hintergrundholz ist uns ausgegangen, so. Da muss ich später dran denken, unbedingt noch Nachschlag zu holen. Nachschlag beim Hackschnitzel. Genau, so wollte ich das hier. Meine Vision ist nicht die beste, aber sie ist da. So, genau. Und dann, dass das hier oben auch wieder genauso zuläuft. Ja, ich glaube, das ist in ungefähr so wie ich es machen wollte. Das könnte ja fast das Auge Saurons sein. Da oben, das kann gut und gern noch ein bisschen spitzer zulaufen, oder? Was meint ihr? Also ich finde, das ist so okay. Warte mal. Ich bräuchte was für den Hintergrund, aber uns fehlt das Material, ne? Dann hol ich halt schnell nochmal Treated Wood. Ohne habe ich künstlerische Blockade. Oder mache ich hier einfach was anderes in den Hintergrund? Reicht es denn für hier unten für den Hintergrund? Das hat gerade noch so gereicht, okay. Komm, dann packe ich hier das Unrefined Wood in den Hintergrund. Kann man doch auch mal machen. Ja, und da das ja so eine Art Glockenturm werden soll, passt das ja schon ganz gut, ne? Ist halt kein klassischer viereckiger Glockenturm. Ich meine, man könnte den Glockenturm auch noch so ein bisschen Wohnbereich mit einarbeiten, ja. Könnte man. Aber ich glaube, das will ich nicht. Dann machen wir eher so ein bisschen Rumpelkammer, ne? So. Ein Fenster wäre nicht schlecht. Komm, dann machen wir aber ein Dreierfenster, ne? Gucken wir mal. Schließt das mit unten richtig ab? Ja. So, ein 3x3 feldgroßes Fenster oder so. Oder, ach, vielleicht sogar ein bisschen größer, ne? Hier so ein stilisiertes Fenster vielleicht so ein bisschen. Dass man da quasi gleich so ein Muster drüber legen? Als dekoratives Element? Ich weiß nicht. Kann man das machen? Ja, machen kann man es auf jeden Fall, ne? Aber jetzt hätte ich hier gerne noch eine Leuchte drin. Komm, da stellen wir einfach zwei dieser Lampen rein, ne? Es ist günstig und funktioniert. So, und ansonsten, keine Ahnung, könnte man doch sagen, hier oben ist so ein bisschen die Rumpelkammer dann auch, ne? Ossel hat auf einmal Ideen, ich weiß, es wird gefährlich. Aber wer keine Fehler macht, der lernt ja auch nichts und so, ne? So, Rumpelkammer. Ja, da oben kommt dann das Glöckchen hin, ne? So ist die Idee. Okay. Ach, komm, da stellst du doch ein paar Lampen hin. Gut, da ist es jetzt hell genug erleuchtet. Ich merke gerade, ich habe da mit dem falschen Holz abgeschlossen. Treated Wood brauche ich. Und ich habe das Unrefined Wood wiedergenommen. Kann ja mal passieren. Komm, so sieht's, glaube ich, noch ein klein bisschen besser aus, ne? Dass ein bisschen wie ein Dödel aussieht, das ist reiner Zufall. Im Hintergrund war jetzt das Treated Wood, genau. Okay, dann holen wir noch ein paar Kisten und so weiter. Die können wir dann hier reinstellen. Einfach ganz viel Gerümpel. Ja, und hier bräuchten wir auch noch ein bisschen Licht auf der Treppe. Also Treppe, was? Ist ja keine richtige Treppe, ne? Na komm, du stellst einfach mal ein paar Kerzchen hin, ja. Dann bricht sich da keiner alle Knochen, ne? Okay, ja, ich glaube, so können wir das lassen. Dann hier noch ein klein bisschen... Ja, halt oben noch die Glocke hin und ein paar Kisten rein, ja, das wär's dann eigentlich schon, aber wir brauchen erst wieder Geld. Denn ohne Moos hast du nichts in der Hose. Ja gut, tut mir leid, dass ich da das Bauen schon fast wieder unterbrechen muss. Ich glaube, ein bisschen was können wir noch machen.
Hier muss vor allem dieser ganze Scheiß, der muss noch weg. Wir brauchen davon nichts im Hintergrund und im Vordergrund schon mal gleich gar nicht. Weil da soll dann quasi so der Essbereich soll dann hier hinkommen, ne? Machen wir vielleicht auch noch eine kleine Bude für einen Hausmeister, also ein kleines Zimmer. Auch noch direkt mittendrin, aber hier so Kantine halt oder sowas, ne? Stimmt, es gab doch auch Kochtöpfe, sowas könnten wir dann... Oder vielleicht sogar hier draußen hinstellen, muss ja nicht in der Küche sein. Das wäre dann ein bisschen Redneck-Style. Könnten wir doch machen, ne? Damit die hier ihre Suppe kochen können oder so. Da muss ich genug Platz lassen, dann fangen wir mit der Kantine. Würde ich sagen, fangen wir in etwa ab hier an, genau. Da haben wir noch ein bisschen Land zwischendrin. Ah ja, Meister Wyatt und seine Einbauküche oder wie, ne? Also fertig ist hier natürlich mal wieder noch gar nichts, ne? Da darf der Zukunftsweit dann wirklich noch ordentlich Arbeit reinstecken. Ja, und dann die Dinger, ne? Die Deeds, die Pachtverträge, ne? Diese Dinger, die man an die Wand pappt, damit die neuen Einwohner kommen. Die waren dann doch ein bisschen teurer als gedacht, hätte ich vielleicht ein paar weniger kaufen sollen. Allerdings, früher oder später brauchen wir die eh. Stellt sich halt die Frage, investieren wir das Kapital jetzt gleich oder machen wir es halt einfach später? Weil die Arbeit muss so oder so getan werden. Recht gut ausgerüstet sind wir ja schon, also da müssen wir nicht mehr viel Credits für... Ich sag schon wieder Credits Pixel für ausgeben. Also immerhin diese Sorge haben wir im Moment mal nicht, ne? Aber ja, wirklich erstmal das Geld zusammenkriegen. Also ich sehe da auch schon viele weitere Kopfgeldjägeraufträge auf uns zukommen. Naja... Mal gucken, das nächste Mal, mal gucken, ob es eine Baufolge wird oder eine Abenteuerfolge. Das sehen wir dann. Ich sag vielen Dank fürs Reinschauen, macht's gut und bis bald.